Unfassbare Szenen in einem Wuppertaler Gymnasium. Ein Amoklauf, mehrere schwer verletzte Personen und dabei sollen auch mehrere Stichwaffen eine Rolle gespielt haben. Hintergründe, warum, wieso, weshalb in diesem Video. Bleibt dran. Ja, ist das jetzt die Realität, in der unsere Kinder groß werden sollen? Die sollen in die Schule gehen und was lernen und nicht in die Schule gehen und Angst haben müssen, dass irgendwas Schlimmes mal wieder passiert. Ich meine, die Berichterstattungen, dass in irgendwelchen Schulen schlimme Straftaten geschehen sind, häufen sich mittlerweile. Und jüngst dann wieder heute. Mitten im laufenden Schulbetrieb hat sich eine Amoktat dargestellt. Extremst blutig, extremst schockierend und verstörend für die gesamten Mitschüler. Aber was ist konkret passiert? Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen, 17 Jahre soll er alt sein und wurde wohl blutend im vierten Stock der Schule aufgefunden durch Einsatzkräfte. Vorher noch hatte aber andere Schüler mit Messern, Stichwaffen. Es unterscheiden sich da tatsächlich die Berichterstattung, ob es nur eins oder mehrere Stichwaffen gewesen sind. Hat er Schüler verletzt und davon welche auch schwerst verletzt, sodass diese auf die Intensivstation mussten. Er im Übrigen auch. Und unter Vorbehalt wurde seitens der Polizei bekannt gegeben, dass er sich wohl selbst mit dem Messer dann am Ende verletzt haben soll. Während die Tat im Gange war und nun langsam bekannt wurde, was da in der Schule los ist, hat die Schule perfekt reagiert. Sie hat mittels Durchsage mitgeteilt, dass es gerade zu Verletzungen kam und sich alle Schüler in die Klassenzimmer begeben sollen und diese von innen verschlossen werden sollen. Das taten die Kinder auch. Und so konnten gewisse Schüler auch berichten, was dann in der weiteren Folge passiert ist. Sie haben von innen Tische umgelegt und trotz dessen, dass die Tür verschlossen war, diese vor die Tür geschoben, weil sie eine Todesangst hatten und haben sich in den hinteren Bereich des Klassenzimmers hingesetzt und darauf gewartet, dass eben die Einsatzkräfte der Polizei kommen. Eine Schülerin wusste zu berichten, dass während sie dort saßen und warteten, jemand versuchte, die Türklinke zu klinken und an der Tür kratzte. In Anbetracht dessen, und das konnte das Mädchen zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht wissen, dass der Täter mit einem Messer umherrannte oder wie gesagt, vielleicht sogar mit verschiedensten Stichwaffen, ist das unfassbar krass, wenn das Mädchen sagt, dass da an der Tür gekratzt wurde. Also man ja nunmehr das Gefühl bekommt, dass auch in diesen Raum der Täter rein wollte und glücklicherweise dieser abgeschlossen war. Nachdem die Polizei dann vor Ort eingetroffen ist mit einem unfassbaren Großaufgebot zu Recht und auch mit entsprechenden SEK-Beamten, wurde die Situation recht schnell und auch wohl sehr geordnet bereinigt und der Täter, wie gesagt, festgenommen. 12 Uhr war bereits dann die Situation so sicher, dass zumindest keine Gefahr mehr von dem Täter als solches ausging und man geht auch da von einem Einzeltäter aus. Stück für Stück werden halt auch immer mehr Informationen zum Täter bekannt. Der 17-Jährige mit mutmaßlichem Migrationshintergrund namens Yilmaz W. habe wohl auch ein Bekennerschreiben mit in die Schule gebracht, in dem er rein formuliert hat, er sei bestimmt dazu zu töten. Ein weiterer Mitschüler behauptet, er sei in einer Satanistengruppe gewesen und die Schule hat zudem angegeben, er habe eine psychische Erkrankung, bei der er sich zu dem Zeitpunkt eben in einer manischen Phase befunden haben soll. Es tut mir unfassbar leid für die Familien, die jetzt mit diesem Schicksal dastehen, deren Kinder im Krankenhaus sind oder auf der Intensivstation liegen und hier die Angst ganz groß ist, ob die wieder mit nach Hause kommen können. Hartes Thema, ich weiß. Ich lasse euch trotzdem ganz viel Liebe da. Falls ihr jetzt was zum Lachen braucht, guckt doch einfach mal in unsere Shorts rein. Da ist für jeden was dabei. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.